Einen wunderschönen guten Morgen zum Webinar 1.1 Installation des 3CX-Clients aus unserer Reihe Webinare über die 3CX-Anlage. Heute wollen wir zusammen einen 3CX-Client installieren und konfigurieren, damit man diesen Client mit der 3CX-Telefonanlage nutzen kann. Was hinter diesem Client steht, nämlich Softphone oder der CTI-Modus, mit dem ich ein Telefon konfiguriere. Wir provisionieren das Ganze. Wir gucken uns die Welcome-Mail an, wie das Konzept funktioniert. Und wir verbinden den Client mit einer Nebenstelle. Das heißt, wir richten eine Nebenstelle ein und werden dann den Client mit dieser Nebenstelle verbinden. Was ist denn nun überhaupt der 3CX-Client? Der 3CX-Client ist ein Programm für verschiedene Betriebssysteme, der kostenlos mit der 3CX-Telefonanlage ausgeliefert wird. Sie können also so viel 3CX-Clients installieren, wie Sie möchten. Das ist alles durch unsere Lizenz abgedeckt. Unsere Lizenz basiert ja nur darauf, auf den gleichzeitigen Gesprächen. Dieser Client läuft auf der normalen Hardware, entweder einem PC, Mac oder einem mobilen Gerät, Android oder iOS. Insgesamt stellt er normale Telefoniefunktionen zur Verfügung, natürlich auch CTI-Funktionen und die Präsenzanzeige für die gesamte Telefonanlage. Das heißt, auch wenn jemand ein Telefon hat, macht es durchaus Sinn, diesen Client zu installieren, denn er kann mit dem Client das Telefon steuern und den Status und die Übersicht seiner Kollegen und an den anderen Nebenstellen sehen. Dieser Client kann sowohl intern, das heißt im LAN, oder extern über das WAN genutzt werden. Die Provisionierung betrifft beide Installationen. Wir machen da also gar keinen Unterschied, ob es intern oder extern genutzt wird. Der Client erkennt selbstständig, ob er intern, also im LAN der Telefonanlage, betrieben wird oder extern. Der Client kann auch mit den Standard-IP-Telefonen, das heißt mit allen Telefonen, mit allen SIP-Telefonen verbunden werden, nicht nur mit denen, die wir unterstützen. Den Client können Sie mehrfach für eine Nebenstelle und auch parallel zum Telefon installieren. Das heißt, ein Client, der zweimal installiert ist, hätte dann auch zwei Verbindungen zur Telefonanlage. Wenn jetzt noch ein Telefon installiert ist, hätten Sie drei Verbindungen zur Telefonanlage auf dieser Nebenstelle. Wenn Sie die Nebenstelle dann anrufen, würden alle drei Telefone, zwei Clients und ein Telefon, klingeln. Was benötigen Sie dafür? Ein Windows-Betriebssystem ab Windows 7 Service Pack 1. Empfohlen wird Windows 10. Sie können sowohl 32 als auch 64-Bit Betriebssysteme nutzen. Bei der Telefonanlage selbst können Sie nur ein 64-Bit Betriebssystem nutzen, aber auch natürlich Windows 7 Service Pack 1. Bei macOS können Sie das Betriebssystem 10.11 und 10.10 nutzen. Empfohlen wird im Moment das macOS 10.10. Bei den mobilen Betriebssystemen können Sie es unter Apple iOS, iOS 9 oder iOS 10 installieren. Sie benötigen aber mindestens 10% freien Speicherplatz und natürlich Ihr Apple Store Account. Bei Android-Geräten sieht es genauso aus. Hier empfehlen wir die Version 6. Und Sie brauchen natürlich für die Installation das Google Play Store Konto. Wie läuft nun die Installation auf Windows-Rechnern ab? Sie laden einfach den 3CX-Client herunter. Den Link dazu finden Sie in der sogenannten Welcome-Mail oder auf unserer Webseite. Nach einem Doppelklick auf die Exe-Datei oder bei dem Mac nach dem Starten der DMG-Datei wird der Client installiert. Danach ist der Client nicht konfiguriert. Die Konfiguration würden wir gleich machen mit der Provisionierungsdatei. Im Smartphone wird das Ganze installiert, indem Sie nach dem 3CX-Client suchen und die App installieren. Auch dieser Client ist nach der Installation nicht konfiguriert.
Für die Konfiguration muss ich den Client provisionieren. Was ist eine Provisionierung? Im Endeffekt ist die Provisionierung einfach nur die Bereitstellung von vordefinierten Konfigurationen nach einem speziellen Syntax. Herstellerspezifischer Syntax heißt hier nach unserem Syntax. Die Provisionierung verhindert Fehler, die durch Fehleingaben stattfinden, da das meiste in der Provisionierungsdatei vordefiniert ist. Es bedeutet für Sie eine einfache und schnelle Bereitstellung und Installation der Systeme auf dem Client. Was ist das Konzept Provisionierung mit der Welcome-E-Mail? Die Welcome-E-Mail wird von unserem Telefonsystem versendet, sobald Sie eine neue Nebenstelle eingerichtet haben oder sobald der Admin sagt, ich sende eine Welcome-Mail an die entsprechende Nebenstelle. Ob das System bei Einrichtung einer neuen Nebenstelle eine Welcome-Mail sendet oder nicht, können Sie in den Einstellungen der Telefonanlagen einstellen. Das wäre über die Management-Konsole unter Einstellungen PBX-Settings. Die Welcome-Mail wird per Mail an den Teilnehmer der Nebenstelle gesendet. Das kann sowohl intern als auch extern passieren. Das bedeutet, dass natürlich Nebenstellen, die extern sind, einfach eine Mail bekommen, sich den Client über den Link, der in dieser Mail vorhanden ist, herunterladen und dann über die Provisionierungsdatei, das heißt den Dateianhang, diesen Client komplett installieren und provisionieren, sodass kein Admin dort eine Einstellung vornehmen muss. Was benötigt nun für die Provisionierung? Es muss ein konfigurierter Mail-Server in der 3CX-Anlage vorhanden sein. Dort gibt es auch einen Test-Button, mit dem man den Mail-Server und die Verbindung zu diesem Mail-Server testen kann. Wenn Sie das Ganze nur mit internen Mail-Adressen nutzen möchten, brauchen Sie kein Mail-Konto, kein SMTP-Anmeldekonto, denn die meisten Mail-Server können interne Mails ohne eine Anmeldung versenden. In der Nebenstelle muss selbstverständlich die Mail-Adresse eingetragen werden, an die die Mail, diese Welcome-Mail verschickt werden soll. Den Text der Welcome-E-Mail kann ich über die Management-Konsole Einstellungen E-Mail anpassen. Zurzeit wird ein englischer Text ausgeliefert. Wenn Sie das aber sich angucken, ist es dort sehr einfach möglich, die Vorlage in eine deutsche Vorlage, möglicherweise auch mit Ihrem Design, anzupassen. Wie erstelle ich nun oder wie versende ich nun diese Welcome-E-Mail? Über die Management-Konsole wähle ich die Nebenstelle aus, klicke dann auf Send Welcome-E-Mail. In der deutschen Version heißt es natürlich Begrüßungs-E-Mail versenden. Dann bekommt der entsprechende Besitzer dieser Nebenstelle eine E-Mail mit einem Anhang und erzieht diesen Anhang auf den vorher installierten 3CX-Client. Nach kurzer Zeit ist dieser Client konfiguriert und wird sich mit der Telefonanlage verbinden. Intern sollte das sofort klappen. Bei externen Verbindungen müssen Sie darauf achten, dass der Port 5090 und möglicherweise der Port 5000/5001 über das Firewall freigegeben ist. Nach der Konfiguration des Clients erkennen Sie im Client an dem kleinen Fenster verbunden oder on hook, wie es hier auf dem Bild zu sehen ist, dass der Client mit der Telefonanlage verbunden ist. Und jetzt sollte der Client auch über die Nebenstellen, über die Telefone in der Anlage sichtbar sein. Wenn der Client eine Verbindung über den Port 5001, 5000 oder 443, je nachdem, was Sie ausgewählt haben, eine Verbindung zur Anlage aufbauen kann, sehen Sie oben links über das Feld Available, dass die Verbindung aufgebaut ist und Sie die CTI-Funktion nutzen können. Eine Telefonie ist auch ohne diese Verbindung möglich. Bei den mobilen Nebenstellen oder dass ein Client, der auf externen Nebenstellen konfiguriert ist, ist automatisch immer intern und extern provisioniert. Das heißt,
Der Client guckt zuerst, ob er eine Verbindung über die interne Adresse der Telefonanlage aufbauen kann. Wenn dies nicht möglich ist, wechselt er auf die externe Adresse und versucht, über den 3CX-Tunnel eine Verbindung zur Telefonanlage aufzubauen. Hierfür ist es wichtig, dass natürlich per NAT der Port 5090 TCP und UDP auf die Telefonanlage zeigt und der HTTPS-Port, normalerweise ist das 5001 oder, wenn Sie es eingestellt haben, 443, auch auf die Anlage zeigt. Der HTTPS-Port ist wichtig für die Präsenzinformation, aber er ist nicht notwendig für die Telefonie. Auch ist es nicht notwendig, einen weiteren Port für die Tonübertragung auf die Anlage weiterzuleiten. Das machen wir alles mit unserem eigenen Port 5090 und dem sogenannten 3CX-Tunnel. Die Verbindung ist natürlich über 3G, 4G und Wi-Fi und einem normalen LAN möglich. Im nächsten Kurs, das heißt der Basic Kurs 1.3 Firewall, stellen wir vor, was in dem Firewall eingestellt werden muss. Für mobile Nebenstellen, basierend auf iOS oder Android, ist es noch möglich, die Push-Funktion zu nutzen. Die Push-Funktion ermöglicht es, den Client oder der App auf dem Client in den Schlafmodus zu wechseln. Das heißt, es besteht zurzeit dann keine Batteriebelastung. Bei einem Anruf würde die App aufwachen und den eingehenden Anruf anzeigen. Mit natürlich einer kleineren Verzögerung, bis die App aus dem Schlafmodus herausgekommen ist. Es ist aber keine manuelle Konfiguration auf dem Mobildevice möglich, da das System ganz normale Betriebssystemfunktionen nutzt. Das war der kurze Überblick über die Installation des 3CX-Clients auf den mit der Telefonanlage verbundenen Nebenstellen.